Willkommen bei unserem Geldspezial KMU. Als KMU geht es einem punkto Geld ähnlich wie jeder Privatperson. Man muss immer genügend Geld auf der Seite haben und liquide Mittel haben, damit man seine offenen Rechnungen rechtzeitig zahlen kann. Anders als bei einer Privatperson ist das bei einer Firma manchmal aber gar nicht so einfach. Wenn Kunden die Rechnungen erst spät zahlen oder man seine Umsätze hauptsächlich erst später im Jahr macht oder man muss ins Wachstum investieren, braucht man dafür als KMU eine sorgfältige Finanzplanung. Wie wichtig das für ein Unternehmen ist, zeigen wir heute am Beispiel von der Max Müller AG aus St. Gallen. Unsere Firma ist 1942 gegründet worden. Dortmal durch meinen Grossvater noch mit Rasse und Wagen. Wir haben heute 53 Mitarbeiter. Ich führe die Unternehmung in dritter Generation und haben letztes Jahr das 75-Jahr Jubiläum durchführen. Max Müller AG, wir sind eigentlich auf drei Standbeinen, Transport, Entsorgung, Recycling. Und wo wir auch noch sehr stark involviert sind, das ist im Winterdienst, sind wir mit 25 Fahrzeugen für die Stadt St. Gallen, aber auch für Privatkunden im Einsatz. Die Finanzierung ist eigentlich durch den ROI aufbauen, Return on Investment. Aber ein sehr wichtiger Faktor ist bei uns auch die Wirtschaftlichkeit. Wir haben zum Teil grosse Anschaffungen wie Spezialfahrzeuge, grosse Baumaschinen und Kanalfahrzeuge oder so Betonbrecher, grosse Maschinen, die wir anschaffen. Das sind natürlich enorme Investitionen, die wir tätigen müssen. Da brauchen wir unsere Partner. Das sind Banken, wo wir dann zusammensitzen, das Zeug anschauen und lassen es offerieren. Und dann, da gibt es dann eigentlich einen Auftrag für die Banken, oder? Das sind eigentlich Investitionsdarlehen, aber auch Leasing für Fahrzeuge in Transport rein, also Transportleistungen. Wir hatten ein grosses Projekt, wo wir einen Investitionskredit gebraucht haben oder ein Investitionsdarlehen. Wir haben eine Bauschlammentsorgung aufgestellt. Das heisst, wir tun von den Erdwärmebohrungen den Bauschlamm bei uns aufbereiten, entsorgen. Und wir haben verschiedene Siebe gebraucht, Förderbänder. Und da sind wir wirklich sehr froh gewesen, haben wir mit den Banken zusammenarbeiten und das Projekt aufstellen können. Und wir haben sehr einen grossen Erfolg mit dieser Bauschlammanlage. Damit Gewerbebetriebe und KMU ihre Verpflichtungen jederzeit erfüllen können und auch genügend Mittel auf der Seite haben, um zu wachsen, braucht es also eine detaillierte Finanzplanung und eine nachhaltig strukturierte Finanzierung. Wie klingt das und wie muss man sich als KMU aufstellen, damit man wegen seiner Finanzen möglichst nie eine schlaflose Nacht hat? Darüber reden wir jetzt mit dem Jürg Süss, Teamleiter Finanzierungen bei der Acrevis Bank St. Gallen. Ja, wo machen aufgrund von Ihrer Erfahrung KMU häufig Fehler bei der Finanzierung? Ja, teilweise werden kurzfristige Gelder verwendet für langfristige Investitionen. Und da ist eigentlich wichtig, dass man die goldenen Bilanzregeln eigentlich vor Augen hat und eigentlich kurzfristige Investitionen mit kurzfristigem Geld macht und langfristige Investitionen mit langfristigem Geld, sprich entweder Fremdkapital oder aber auch Eigenkapital. Wie stellt man dann sicher, dass man jederzeit eben genügend liquide Mittel hat? Gut, da gibt es den Liquiditätsplan. Der zeigt relativ schnell den auf, wo ein Engpass könnte erst entstehen. Und gerade jetzt auch in einer Wachstumsphase könnte man dort relativ gut abschätzen, zu welchem Zeitpunkt das ein Engpass entsteht. Man muss ja die Vorleistungen bringen für die zukünftige Produktion oder den zukünftigen höheren Umsatz. Und aufgrund von dem sieht man dann relativ schnell, wo ein Engpass entsteht. Wichtig ist, dass man reagieren tut, dass man den sieht und dann reagiert. Einerseits in Form von möglichen Kontozahlungen, die man verlangen kann, aber auch zusammen mit seiner Hausbank, dass man das angeht und eine Lösung sucht miteinander. Jetzt haben Sie es gesagt, die Firma will auch wachsen, sie will auch investieren. Wie kann man eben genau in das Wachstum investieren, ohne dass man gerade jetzt bei den liquiden Mitteln und bei der Finanzierung zu grosse Risiken eingeht? Bei Investitionen, gerade zum Beispiel im Maschinenpark, ist es eine längerfristige Angelegenheit. Die Maschine hat eine Lebensdauer zwischen 5 und 10 Jahren, vielleicht je nach Branche.
Und aufgrund von dem kann man dann auch den Kredit entsprechend timen und macht dann ein sogenanntes Investitionsdarlehen, das dann eigentlich auf die Längerfristigkeit ausgerichtet ist. Viele KMU und Gewerbebetriebe haben auch Immobilien. Wie kann man die sinnvoll in die eigene Finanzstrategie einbauen? Bei der Immobilie ist es noch mal ein bisschen extremer. Die ist noch langfristiger timed. Man sagt, dass der Innenausbau ist zwischen 20 und 30 Jahren. Die Aussenhülle ist ja als 60 Jahre erneuerbar. Und da ist eigentlich wichtig, dass man dann da noch ein längerfristiges Gefäß gibt. Und man spricht dann von einer sogenannten Hypothek, die jeder kennt vom Einfamilienhaus. Und dort sind auch die Amortisationen entsprechend langfristiger. Wichtig ist dann eigentlich, dass man es in die Anlageplanung hineinnimmt, in den Anlagespiegel hinein, zusammen mit der Maschine, dass man eigentlich weiss, jetzt kommt ein Maschinenblock, wo eher noch kürzerfristig ist, und jetzt kommt vielleicht eine grosse zyklische Investition in die Liegenschaft. Je nach Branche braucht es auch Spezialfinanzierungen. Was gilt es da zu beachten? Eigentlich kann man es einfach auf den Punkt bringen. Wie bei jedem Kredit geht es darum, kann man den verzinsen und kann man den zurückzahlen. Und da ist eigentlich wichtig, dass die zukünftigen Cashflows angezogen werden, um zu verifizieren, ob die Rückzahlbarkeit auch gegeben ist. Im Sinn, zum Beispiel bei einer Nachfolgeregelung, ist es auch wichtig, dass man dort dann eigentlich die Cashflow aus einem Business Case heraus sieht, dass dann die auch effektiv kommen und dann so auch an den Kredit tilgt werden. Wenn wir das jetzt ein bisschen auf den Punkt bringen, wie kann man als KMU sicherstellen, dass die Finanzierung wirklich nachhaltig strukturiert ist? Eigentlich gibt es nichts über eine genaue Planung. Und wenn man die Planung gemacht hat, ist eigentlich schon klar, was kurzfristig ist und was langfristig. Also den Mix sieht man eigentlich aus dieser Anlageplanung heraus, wenn dass man welchen Kredit braucht und auch wie der Mix ist zwischen kurzfristigem Fremdkapital und langfristigem Fremdkapital. Danke vielmals für die Tipps. Jürg Süss. So viel für heute vom Geldspezial KMU, wo wir jeweils speziell den KMU da aus der Ostschweiz Tipps geben, wie sie ihren Betrieb sicherer und noch erfolgreicher machen können. Immer wieder kommt es leider vor, dass KMU müssen dicht machen und Konkurs gehen, weil sie finanziell in einen Engpass kommen und die Rechnungen und Löhne nicht mehr können begleichen. Das zeigt, wie wichtig eine nachhaltig strukturierte Finanzplanung und Finanzierung für jeden Betrieb ist. Darum lohnt es sich da, solide Grundlagen zu schaffen, die auch in schwierigen Zeiten Bestand haben. Bis bald.